28 Jahre, 1,83 Meter und 86 Kilo. Ein quirliger Stürmer und seit diesem Sommer ein Fieser. 6 Tore und 5 Vorlagen gehen mittlerweile auf sein Konto. Wie ein Besuch im Miniaturwunderland zeigt, gefällt es dem Neuzugang auch neben dem Eis sehr gut in seiner neuen Heimat. Hamburg ist eine traumhafte Stadt. Es gibt so viele Dinge zu sehen und zu erleben. Das Miniaturwunderland ist eine wirklich gute Nachbildung. Alles sehr genau gebaut, zum Beispiel die Imtech Arena oder die Reeperbahn. Es war sehr interessant, die Stadt mal von oben zu sehen. Eine ganz andere Perspektive. Die Reeperbahn ist aber nicht der einzige Teil auf dem Kiez, der ihm gefällt. Vorsichtig outet sich Dupuy als Sympathisant des FC St. Pauli und beschreibt den Besuch am Millerntor als eines seiner bislang schönsten Erlebnisse in Hamburg. Ich war bei einem St. Pauli-Spiel, das war eine unglaubliche Erfahrung. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Natürlich haben wir in Kanada auch Fußballmannschaften, aber dort macht es nicht annähernd so viel Spaß zuzugucken. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir noch ein Spiel anzusehen. Diese Fußballkultur in Deutschland gefällt mir sehr. Von Eingewöhnungsschwierigkeiten keine Spur beim sympathischen Franco-Kanadier. Auch in der Mannschaft lief der Eingliederungsprozess sehr schnell und vollkommen reibungslos ab. Die Jungs haben mich wirklich super aufgenommen. Wir sind wie eine Familie. Das muss auch so sein, immerhin verbringen wir knapp 9 Monate miteinander. Alle helfen sich gegenseitig und die Chemie in der Mannschaft ist sehr gut. Ich verstehe mich mit allen, ganz egal ob Dänen, Deutsche oder Kanadier. From all over the world, some German guys, Danish guys and then Canadian too, so it's been good so far. Bei seinen hochgelobten Mannschaftskameraden haben wir dann auch einmal nachgefragt, was sie vom neuen Stürmer halten. Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein sehr mannschaftsdienlicher Mensch ist und nett, höflich natürlich und ein wahnsinns Eishockeyspieler, wie man gesehen hat, die letzten paar Spiele. Auf der PlayStation hat er keine Chance gegen mich. Ich schlage ihn wirklich jedes Mal in NHL 13. Das ist schon manchmal etwas frustriert. Ja, er hatte mal kurz so eine Zeit, also am Anfang war er viel mit mir und Wolfi unterwegs und dann auf einmal hat man nicht mehr gesehen, hat sich nicht mehr gemeldet. Also ich wusste auch nicht, vielleicht war er verliebt kurzzeit, ich weiß nicht, aber ja, hat sich wieder gebessert, also ist alles im grünen Bereich wieder. Hoffen wir, dass auch weiterhin alles im grünen Bereich bleibt und wir uns an Toren wie diesen in Zukunft noch viele Male erfreuen können.